Das Schöne am Biathlon ist, zumindest wenn wir im Ausland sind, sagen wir, die großen Weltcup-Orte wie Oberhof, Ruhpolding und Antols, wo zigtausende Zuschauer sind. Also ist schon beeindruckend, da im Stadion reinzufahren, dann zu schießen und dann wieder abzuhauen. Auch auf der Strecke, besonders in Oberhof, wo in den Anstiegen da zigtausende Leute stehen, die sich dann anfeuern. Aber ein kleiner Belgier wird da angefeuert, also ist schon sehr beeindruckend. Dann die Atmosphäre da ist schon Wahnsinn. Viele respektieren unsere Leistung, weil viele wissen, dass wir nicht dieselben Trainingsbedingungen haben wie die Top-Nationen, wie die Deutschen, Norweger. Wir haben ja nicht 6 Monate Schnee wie die Norweger. Also wir sind schon froh, wenn wir 2-3 Wochen Schnee haben. Also wir müssen schon viel auf Rollerski trainieren und haben auch nicht die medizinische Unterstützung wie soll ich sagen, die Betreuung wie die großen Nationen. Mein Ziel war es gewesen, jetzt insgeheim in Sochi teilnehmen zu können, aber wir haben es leider nicht geschafft, genug Punkte zu holen, um bei den besten 28 Nationen zu sein. Für mich ist leider der Zug jetzt abgefahren, aber die jungen Athleten, die haben vielleicht noch die Möglichkeit, jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen 2018 vielleicht teilnehmen zu können. Man hört nicht gerne so einfach, aber so. Man hat ja wie viele Jahre die Sportart ausgeübt, also auch mehrere Sportarten. Das war immer meine Leidenschaft, Sport zu machen. Und gerne hört man nicht auf. Ich habe gesagt, wenn wirklich der Körper gar nicht mehr kann, dann höre ich auf. Ich glaube, einen wirklichen Ausschlag gab es eigentlich nicht. Das hat sich so entwickelt. Ich habe mit Leichtathletik angefangen, ganz normal, mit Dreikampf. Und dann über meinen Vater ging das los mit dem Eisschnelllauf. Das war ja schon sehr eher ausdauerlastig. Und dann kam der Triathlon und dann kamen die Abenteuerrennen und dann kam irgendwann Gigathlon. Also es war eigentlich so Stück für Stück eine Steigerung. Das war nicht so, dass das von heute auf morgen passiert ist eigentlich. Diese Stück für Stück Steigerung, was geht? Man braucht ja immer wieder einen neuen Reiz, ein neues Ziel in seinem Leben. Und im Ausdauersport war das für mich dann einfach immer das Längere zu suchen, weil ich es einfach auch liebe. Ich liebe die Natur, durch die ich dann fahre. Und ich liebe es, bergauf zu laufen, zu fahren. Und ja, da bot sich einfach der Gigathlon dann irgendwann auch an. Und ja, das war der Reiz eigentlich, dann auch immer weiter, immer länger zu machen. Und seinen Körper zu spüren. Ich habe viele Sachen noch nicht gemacht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Ironman gemacht, ganz klassisch. Das kommt sicherlich auch noch irgendwann. Es gibt ganz tolle Abenteuerrennen, die über mehrere Tage gehen, in den verschiedensten Ländern. Und ja, ich hoffe, dass der Gigathlon ja auch noch nicht fertig ist, auch wenn der Veranstalter gewechselt hat. Also es kommt noch was. Beim Gigathlon ist das Schöne, dass man einfach 5 Disziplinen hat und man regelmäßig wechseln kann. Beim Gigathlon ist okay einmal die körperliche Anstrengung natürlich, es hört ja nicht auf. Es ist nicht mal eben 2 Stunden, es ist auch nicht 4, es ist auch nicht 8 Stunden. Es ist oft 10, 12, wenn man Pech hat, auch mal 14 Stunden. Dann wenig Schlaf, man muss eben morgens um 4 Uhr wieder aufstehen und dann geht das Ganze wieder von vorne los und das dann 6 oder ja okay, damals 7 Tage hintereinander, das zehrt insgesamt sehr an den Nerven. Je nachdem, wie das Wetter dann noch so mitspielt, kommt da so einiges zusammen. Ich denke immer noch, es ist eine bessere Sucht als Rauchen und Alkohol, aber ich merke schon, dass ich das für mich brauche, damit ich eben dieses auch runterkommen kann von dem Alltagsstress und ja, den Moment für mich genießen kann. Einmal aber auch, dass ich mich dann bewege. Also diese Sucht vielleicht zur Bewegung, ich denke schon, dass ich die bestimmt in mir trage. Aber es ist vor allen Dingen für mich auch immer dieses unglaublich gute Gefühl nach dem Training, was ich gar nicht mehr missen möchte.